Pathos Verdes 3, Hauptarchitekt und treuer Diener der Götter. Haha, nicht witzig, gut. Dann machen wir mal eben. Yeah, es driftet über den Boden. Hallöchen. So. Ist ja nur... Sie haben den Kopf des Architektensohns erhalten. Ist ja auch überhaupt nicht leicht erkennbar. Yeah. Super cool. Ich würde aber... Oh, na gut, das Schwert. Ich habe ein cooleres, aber trotzdem würde ich mir trotzdem mitnehmen. Ach, hier ist ein... Ja, rutsch. Hier leuchtet es grün. Nehmen wir grün mit. Na, würde ich mal sagen. Bald kann ich hier wieder auf... Upgraden, aufgraden, whatever graden. Hochleveln. Die Artemis-Klinge, mal gucken. Hier kommt doch gleich irgendein scheiß Mega-Vieh. Das rieche ich. Oh nein, das bin ich. Huch. Ach ja. Die Leichen jener, die die Büchse der Pandora gesucht hatten, lagen vor ihm. Und plötzlich wusste Kratos, wer das getan hatte. Denn nicht zum ersten Mal sah er die Trümmer, die Ares und seine Lakaien hinterlassen hatten. Er hatte es selbst erlebt, vor vielen Jahren. Als jüngstem und tapfersten Hauptmann der Armee Spartas waren seine Männer Kratos treu ergeben. So hatte er sie durch jede Schlacht geführt. Bis zu jenem Tag. Die Barbaren im Osten erschienen zu Tausenden. Stießen auf die Spartaner herab. Ohne Gnade. Die Schlacht dauerte nur Stunden. Die Disziplin und Übung der Spartaner war der Flut der gnadenlosen Barbaren nicht gewachsen. Die Soldaten erlebten ein Massaker und ihrem jungen Hauptmann stand das Ende seiner Karriere und seines Lebens bevor. Doch der Sieg war Kratos jeden Preis wert, selbst seine Seele. Ares! Töte meine Feinde und mein Leben ist dein! Dieser verzweifelte Hilferuf sollte Kratos teuer zu stehen kommen. Bei den Göttern, was ist aus mir geworden? Ja, und damit haben wir wieder einen kleinen Teil aus Kratos Leben erfahren. Er hat sich verpflichtet, nicht bei der Bundeswehr, sondern bei Ares. Gut, kann man auch schon fast so nehmen. Und, wir sind wieder hier. Und wir haben Skills mitgebracht. Wir machen aber mal hier zu. Kann ich ja mal zeigen, was das bringt. Und zwar fängt sie an zu leuchten. Ich kann entweder noch 5 Minuten, dann nehme ich nochmal 6 Folgen. Oder ich lasse es, dann kann ich... Ah ja, jetzt weiß ich wieder, was ich mitgebracht... Was, wir machen können. Gut, hier müssen wir auch nochmal später nochmal hin. Das werden wir... Meine Fresse. So. Komm. La 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 la. So, hier hinten haben wir ja einen... Ach, der Ringe der Pandora. Komme ich jetzt gar nicht mehr rein. Vorerst. Gut, dann eben nicht. Wir stecken den Schädel in das Schloss. Oder eher gesagt in das Loch. Das ist kein richtiges Schloss. Ich gehe nochmal eine Runde. Eine Ehrenrunde. Aber nur um zu gucken, ob hier irgendwo... Wir hatten ja noch eine zweite Öffnung, da wo wir reinkamen. Mit
möchte ich gerne wissen, ob und wo die hinführt jetzt gerade. Also ob die irgendwo hinführt und wenn ja, wohin. Ah. Achso, ja, hier habe ich ja die Klinge her. Glaube ich, ja genau. Richtig, ja, ach ja. Dann kann man da drehen, so war das. Genau, jetzt weiß ich es wieder. So. Gut. Hier muss man aufpassen, weil das nämlich eine Riesenrolle. Und das ist nicht so schön. Kann man dagegen springen? Ja, kann man. Ah, es bringt leider nichts. Lalalala. Kann man ja irgendwas machen. Achso, man kann sich hier verstecken vor der Rolle. So. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ach ja, hier geht's hoch. Und hier ist Wasser. Und eine Statue. Und so ein cooles Ding. Ja. So, und jetzt denke ich mal, hat man es auch gerade gesehen, was man machen muss. Und zwar müssen wir warten, dass das Wasser... Hat irgendwie eckige Wellen. Okay, ist egal. Dass die komische Rolle hier ankommt. La 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 la. Ich habe gar nicht gespeichert, weil wir eben, ne? Nee, egal. Ich denke mal, ich komme noch auf die Stunde. Bis zum nächsten Mal zum Glück. Oh, ah, ich bin tot. Oder auch nicht. Ach, Menno. Nein. Kann man in der Runde schwimmen? So, ich kann nicht tauchen. Leider. Sonst würde ich ja jetzt einfach da unten ins Loch. Aber das geht ja nicht. Na los, gib Gas. Die blöde Rolle. Klo-Rolle. Habe ich jetzt, hab ich der Rolle gegeben. Ha. Ist sie beleidigt. Wow. Wow. Schneller. Wow, Multitasking. Man muss auf die blöde... Ah. Yes. Uhaha. Jetzt ist die Rolle weg. Episch. Ausgezeichnet. So macht man das. Keine Ahnung, warum die Rolle oder warum sich da ein Loch auftut. Nur weil die Leiter hier runterfällt. Und hier wird erstmal alles geplündert. Rote Orbs. Nein, keine blauen. Grüne Orbs. Und eine Gorgonauge. Und ich hätte die grünen Orbs gar nicht benutzen, einsammeln müssen. Aber egal. So, ich kann hier jetzt noch 20 Sekunden im Kreis rennen, dann hätte ich genau... Boah, ich kann immer... Komm, das dauert eh noch. So, Spiel speichern. Ah, da sieht man auch, überfluteter Weg, ich tauche. Also man kann später noch tauchen, aber das... Eben erst später. Und jetzt sind genau eine Stunde. Yay. Gut. Speichern abgeschlossen. So. Mit epischem Blick auf Kratos. Hier ist ein bisschen dunkel. Dann stelle ich mich hier in den Gang. Ach, ist ein bisschen dunkel. Ich weiß nicht. Na gut, wahrscheinlich nur am, liegt das nur am Fernseher. Egal. Ich sag trotzdem, das war Let's Play God of War 1 für die PlayStation 3. Für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video.
Bis dahin. Pausen.